Das Wörtchen abseits hat an so einem Tag wie heute natürlich besonderes Gewicht. Zur Stunde läuft ja gerade das Eröffnungsspiel der Fußball-WM und jeder, der mit dem runden Leder nichts zu tun haben will, liegt ein Monat der Kommunikationsdürre. Außer man beschäftigt sich auf eine eigenwillige Weise mit der Ersatzreligion Fußball. So geschehen in der Bozner Galerie Lungomare, wo sich Künstler mit dem Phänomen frech und irgendwie unsportlich auseinandergesetzt haben. Fußball ist wahrscheinlich gleich sinnlos wie schön. Ein Widerspruch, dem sich auch Künstler und Designer zu WM-Zeiten nicht entziehen. Die Japanerin Kazuyo Komoda lebt seit Jahren in Italien und hat im fußballverrückten Land mehr als nur einen Spiegel vorgehalten. Auch in den Stunden, wo keine Spiele sind, entkommt man dem Fußball während einer WM nicht. Diese Situation wollte ich mit meinen Spiegeln darstellen. Sie sind nicht nur fußballförmig, sondern werfen fußballförmiges Licht auf die Wand. Genau wie Fußball viel mit Ersatz zu tun, wobei hier nicht die Ersatzbank gemeint ist, eher Ersatzreligion. Schlachtenbummler-Ballast als brasilianisch-italienisches Stillleben mit eiliger Schrift, eine Parallele mit Kopf und Fuß. Zurück zu irdischer Fußballsymbolik, das runde Lichtklotz am Bein. Baugerüste als Tribünen und Fußballmuffel, die sich mit der WM-Hysterie auseinandersetzen. Brotlose Kunst trifft Brot und Spiele in einem stilisierten Mini-WM-Stadion. Wir wollten natürlich nicht nur so kritische oder spielerische Ansätze zeigen, sondern wir wollten auch wirklich die Galerie Lungomare, diese Weltmeisterschaft auch wirklich erleben. Und das kann man einfach, wenn man eine Tribüne aufbaut und wenn man auch die Spieler dann wirklich zeigen kann. Womit wir schon wieder beim Wort Ersatz wären. Viele sehen Fußball als linearen Ersatz zwischen Städten oder Ländern. Auch diesem Phänomen wird tiefgründig Rechnung getragen, obwohl das Kunstwerk noch nicht ganz fertiggestellt ist. Es wird eine Installation geben im Garten, wo ein Ball kontinuierlich gegen eine Scheibe schlägt. Und es geht eigentlich um diese Versteckten in einem Spiel. Und das ist ganz interessant, wie eben diese Künstler und Designer auch diese Gedanken zu Fußball umgesetzt haben. Thematisierte Aggression also als Achillesferse von König Fußball. Versöhnlicher Abschluss. Ein Fußballgott im grünen Rasen, Kunst und Fußball vereint. Die WM hat begonnen.